Hallo, ich bin die Tine vom Mutterskind.de. Schön, dass du wieder reinschaust. Es ist März, das heißt, das ist der letzte Monat von der Celebration. Celebration heißt, dass du je 60 Euro Bestellwert du dir ein Produkt aus diesen Broschüren aussuchen kannst. Wenn du keine Broschüre hast, kannst du die auf meinem Blog mutterskind.de herunterladen und dann nochmal genauer reinschauen. Und jetzt gibt es was ganz Neues von Stampin' Up, und zwar passend zu ein paar Stempelsets aus der Celebration-Broschüre gibt es nämlich jetzt Framelits für diese Stempelsets. Es gibt ein neues Stempelset und es gibt auch eine neue Handstanze. Und das zeige ich dir jetzt mal, wie das in Natura ausschaut. Fangen wir mal an mit dem Stempelset Wortreich. So sieht es live aus. Und zwar sind das diese durchsichtigen Stempel. Das sind Clear Stamps. Und ich habe dazu auch mal eine Karte gewerkelt und habe mir da Glaube an deine eigene Kraft dafür mitverwendet. Das habe ich ja noch mit dieser alten Handstanze Wortfenster ausgestanzt. Das habe ich jetzt mit der Hand ausgeschnitten. Der Affe ist auch aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog Hey Love, genauso wie das Schilf dahinter. Und die Giraffe, die findest du im Jahreshauptkatalog. Und ich finde, das ist eine tolle, motivierende Karte geworden. So, dann gehen wir mal weiter zum nächsten. Dann zeige ich dir auch mal gleich die Handstanze. Das ist hier unten Stanze Wunschetikett. Ich habe mal ein Muster ausgestanzt. Also es hat eine ganz schöne große Größe. So, ja, es blendet so ein bisschen. Ich lege es mal hier so drauf. Dann sieht man, das ist, passt einiges an Text drauf. Das finde ich super. Dann fangen wir an mit dem nächsten Framelits Formen Color. Da habe ich hier die Formen und das ist passend zu dem Stempelset Stille Schönheit. Da kannst du schön die zwei Blüten mit durchkurbeln in der Big Shot und jeweils auch die Stiele. Und dazu habe ich eine Karte gemacht. Da habe ich alles davon verwendet und mit den zwei Formen habe ich hier das Etikett. Nur was ich da geändert habe, ist den Stempel, den Text. Und zwar, alle guten Wünsche sieht normalerweise ganz anders aus. Normalerweise wäre das hier in einem Satz und ich bin hergegangen. Ich mache das halt öfters, wenn mir das nicht so gefällt oder ich brauche den Text einfach ganz anders, da habe ich den einfach durchgeschnitten und habe mir das schön untereinander gesetzt. Soll ich den Satz mal wieder so ganz brauchen, kann ich mir das einfach auf den Acrylblock so draufsetzen und kann den wieder ganz normal verwenden. Genau, also das sind die Framelits Formen Color. Die kosten 33 Euro. Dann hier nebenan ist Framelits Form Cupcake. Das ist passend für dieses Stempelset Süße Grüße für dich. Das finde ich total genial, weil man das einfach nicht mehr mit der Hand ausschneiden muss. Und was ich ja so zuckersüß finde, ist ja, dass man hier diese Kuchenglocke, diesen Tortenständer, alles dazu ist. Und da habe ich, wo habe ich meinen Cupcake? Da habe ich ihn. Und zwar so rum habe ich mir für den Tisch zum Hinstellen ein kleiner Gruß, habe mir den Cupcake gestempelt und dann entsprechend mit den Formen ausgekurbelt. Den Tortenständer habe ich zweimal und dann habe ich mir dann hier sowas gebastelt, damit es dann halt schön stehen bleiben kann. Genau, ein kleiner Gruß. Kann man ganz viele tolle Sachen mitgestalten und die kosten auch 33 Euro und man kriegt wirklich viel dafür.
Jetzt kommen die Frösche. Die sind ja sowieso der Renner gewesen, die Frösche. Und da atmen wir echt auf, dass wir sie nicht mehr mit der Hand ausschneiden müssen. Und es gibt sogar hier dieses Seeblatt dazu, das heißt am Froschteich. Und was man hier schon mal sieht, was ich ja auch, so, damit es nicht so spiegelt, ziehe ich es einfach jetzt mal raus. Was ich toll finde, ist einfach, so hier die Seerosenblätter, die sind schon zweimal dabei. Man muss da nicht zigmal kurbeln. Das finde ich einfach klasse, dass das Stampin' Up! Das jetzt geändert hat. Und das sieht man dann später auch beim anderen Set, dass da mehrere Blätter dabei sind. Und ich habe mir meinen, das auch wieder zum Stellen, meinen Froschkönig gebastelt. Hier die Seerosen mit der Krone, alles schön zum Durchkurbeln. Also ich bin da total begeistert und ja, ist nur hier im März dann erhältlich. Jetzt kommen die Famelits Form 4 Jahreszeiten. Das Stempelset heißt Painted Seasons und da sieht man dann auch jetzt, was ich meine. Ziehe ich auch mal raus. Ja. So, und da sieht man das hier sehr schön. Da gibt es gleich die für diesen Stempelabdruck kann man gleich auf einen Schlag dann 3 Blätter auskurbeln. Hier jeweils 2. Das finde ich total klasse. Muss man nicht so oft. Gerade so bei Blättern, da braucht man ja mehr. Da habe ich jetzt die Karte mitgestaltet. Vom Abdruck her finde ich es einfach sagenhaft, wie gestochen scharf die Stempel da sind. Und damit man auch mal sieht, von den Blüten habe ich jetzt keine ausgestanzten, aber die Blätter, da sieht man, wie schön die da durch, wenn sie durchgekurbelt sind, wie die da aussehen. Und kann man dann schnell was Feines damit zaubern. Ja, das war schon so meine Vorstellung von der neuen Aktion, die es jetzt hier im März gibt. Ich, also heute Abend, 1. März, ist die erste Sammelbestellung. Schreib mich an, wenn du Bestellwünsche hast. Jederzeit auch Einzelbestellungen sind möglich. Und schau die nächsten Tage auf meinen Blog. Da erkläre ich dann nochmal ganz genau, wie ich die Karten und alles gestaltet habe. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!